31 Tage unter Wasser. Dieses Experiment wagt Fabien Cousteau, Enkel des bekannten Meeresforschers Jacques Cousteau. Mit einem Team von Ozeanologen will er in einer Unterwasserstation leben und auch einen Großteil der Zeit draußen im Wasser verbringen. Die Vorbereitungen für die Mission laufen auf Hochtouren. Lots of exercise. Wir trainieren unsere Fitness, aber wir bereiten uns auch schon darauf vor, wie es ist, in so einer engen Behausung zu leben. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber ich gehe manchmal in einen engen Schrank und bleibe dort für 1 oder 2 Stunden in der Dunkelheit, nur um mich an diese Enge zu gewöhnen. Bei dieser Mission gibt es einfach viele unbekannte Faktoren, viele Dinge, die wir erst kurz vorher vorbereiten können. Oder Notfälle. Eine Regel unter Wasser wird sein, wenn es einen Notfall gibt, kannst du nicht einfach auftauchen. Der Körper ist gesättigt. Wir müssen 31 Tage da unten bleiben. Um Notfallsituationen gesundheitlicher Art, aber auch zum Beispiel Feuer, müssen wir uns unten kümmern. Fabien Cousteau wird mit der Mission 31 den Rekord seines Großvaters von 1963 um einen Tag überbieten. Außerdem sind pro Tag Tauchgänge von bis zu 12 Stunden am Stück geplant. Meine größte Sorge ist, dass es mir so gut gefällt, dass ich nie wieder hoch möchte. Mein Großvater glaubte daran, dass wir, sobald die Erde übervölkert ist, anfangen, unter Wasser zu leben. Vielleicht ist so etwas möglich. Maybe it's possible. Natürlich geht es bei Cousteaus Mission nicht nur darum, Rekorde zu brechen. Cousteau und sein Team untersuchen auch die Effekte, die das Unterwasserleben auf ihre Körper hat. Sie untersuchen das Wachstum von Korallen mithilfe eines selbstständig arbeitenden Roboters und sie zeichnen Verschmutzungswerte des Meeres auf. Außerdem wird das Team per Videochat mit Schulklassen kommunizieren. Ein mit Kamera ausgestatteter Tauchroboter wird sogar von den Internet-Usern zu steuern sein.